Freunde, willkommen hier in Handelow in Würme in der wunderschönen Lüneburger Heide. Wir sind hier im Schafstall. Bitte. Und wir haben geplant, am 11.06. ein schönes Sommerfest zu organisieren. Ich zeige euch mal das Gelände, ich zeige euch mal, was wir vorhaben und dann sehen wir weiter. Komm! So, Freunde, wir haben ein kleines Rahmenprogramm vorbereitet. Es wird ein paar Speaker geben. Wir werden ein bisschen Musik haben. Und es wird Bitcoin zum Anfassen geben. Das heißt, wir präsentieren Geräte, Miner. Wir versuchen, ein bisschen PV-Mining zu zeigen. Das ist so der Hof, wo wir uns dann rumtümmeln können. Und hier gehört Bitcoin hin, ja? Natur pur. So, das heißt, den ganzen Hof können wir hier benutzen. Da hinten wird es überall Spiel und Spaß geben. Wir werden Sachen vorbereiten für alle, groß und klein. Wir werden einen schönen Live-Auftritt haben von der 21er-Crew, die hier ihren Podcast aufnehmen wird. Und als ganz besondere Gäste haben wir die ganzen Fachmänner der EZB bei uns zum Sommerfest. Und die interviewen wir jetzt gleich. Kommt mal mit. Wir sind jetzt hier live bei der EZB-Bank und haben einen Interviewtermin mit der Frau Schnabel. Hallo Frau Schnabel. Sie wollen doch bei uns auf dem Sommerfest ein bisschen was erzählen über die EZB-Bank und über unser schönes Geldsystem. Was halten Sie denn von dieser temporären Inflation gerade? Ist nicht so gesprächig, die gute Dame. Vielleicht Ihr Kollege? Oh. Na gut, dann müssen wir wohl jemand anders fragen. Frau Schnabel, Sie sind ausgeladen. Ein kurzes Wort bitte. Befinden sich die Zentralbanken und Fiat-Staaten in einer keynesianischen Liquiditätsfalle? Davon wollen Sie doch am Sommerfest erzählen. Bitte? Bitte? Ich glaube, wir müssen uns andere Speaker suchen. Die haben keine Lust. Hey Ingo, das wird nichts. Slavo, was ist los? Ja, die EZB-Speaker, die haben uns abgesagt. Ja, hab ich dir schon öfter gesagt, dass du mit den Leuten nicht reden brauchst. Wir brauchen Speaker für das Sommerfest. Ja. Slavo, ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Was ist Hayek das? Hat recht. Was ist Hayek? Hier, Inflationsschock. Bast, Boom, Nullzinsen. Also Frau Schnabel, die brauchst du gar nicht fragen. Ja, sie sagte, das ist Hayek. Nur temporär. Wer ist Hayek? Ja, der Mann ist leider tot. Ja. Aber ich kann dir das erzählen. So sieht er auch aus. Ja. Okay. Du meinst, du weißt es besser? Ich weiß es besser, natürlich. Besser als Frau Schnabel allemal. Ingo, 11.06. Sommerfest. Ja. Erzählst du uns keine was Minute von früher. Hayek? Hayek. Selma Hayek, kennst du. Selma Hayek. Ja, alles klar. Alles klar, das machen wir. So, schön Bitcoin-Mining. Mit dem Fahrrad handbetrieben, Lambos bestellt, die Sets müssen kommen. Was machst du das, Lau? Was denn? Bitcoin Mining. Du brauchst ein zweites Fahrrad. Du meinst, zweites wird reichen, ja? Ja, zwei. Du hast zwei Kabel. Ach so, zwei Kabel, zwei Fahrräder. Alles klar, ich habe auch zwei Arme. Wird klappen. Ja, aber das wird so nichts. Das wird nichts. Komm, ich erklär's dir. Christo, 11.06. 11.06. Sommerfest. Heide. Bitte? Heide. Du erklärst mir, wie Bitcoin Mining geht. Versprochen. Du bist der Beste. Aber jetzt holst du das zweite Fahrrad. Ich hol das zweite Fahrrad. Eins. Wir brauchen jetzt noch eine Idee für ein Musikstück und mir fällt nichts ein. Weißt du was? Ich frage einfach mal die Leute hier. So, wer bist du denn? Ich bin Moritz. Hast du eine Idee, Musikidee fürs Sommerfest? Irgendwas mit Bitcoin. Okay. Kenne ich nicht. Wir fangen einfach mal an nächsten. Warte mal. Wie heißt du denn? Too Bit to Fail. Wie bitte? Too Bit to Fail. Hast du vielleicht eine Idee für ein Musikstück zum Sommerfest? Ich habe keine Ahnung. Okay. Was ist denn das für ein Name? Scheint wohl ein Künstler zu sein, wa? Ich möchte euch noch mal einmal zusammenfassend erzählen, was wir hier vorhaben. 11.06. Sommerfest in der Heide, in der Lüneburger Heide, im Schafstall. Wir haben vier tolle Speaker, die uns was Schönes erzählen werden. Wir haben ein bisschen Musik. Surprise, surprise. Wir werden Bitcoin zum Anfassen bieten. Wir werden viele Geräte ausstellen. Wir werden ein bisschen PV-Mining zeigen. Wir haben die Möglichkeit, dass die Jungs vom 21 Podcast hier auch eine Live-Folge aufnehmen werden. Die erste mit Publikum. Also bringt die Tomaten und Eier mit. Wir werden ganz viel Spiel und Spaß haben. Wir werden QR-Codes finden. Wir werden ganz viel präsentieren. Bitcoin zum Anfassen, Bitcoin zum Bezahlen. Das ist hier das Motto. Wir sind die Botschafter des Bitcoins hier. Wir werden eine Heidschnucken-Rallye haben, die wir ummünzen in eine Bitcoin-Rallye. Das heißt,
Rätsel, Spaß und Spiel in der Lüneburger Heide. Und das alles an einem Tag, an einem schönen Sommertag mit euch zusammen. Und das wird gigantisch. Desto mehr werden wir. Du brauchst uns nicht zu vertrauen, du brauchst nur zu verifizieren. Ist egal, ob du vom Ethereum Flip träumst. Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. Fang an zu verstehen. Erstmal mir mal ausdenken, was wir überhaupt sagen. Das war keine gute Idee. Ich merke das jetzt schon. Das war keine gute Idee? Nein, das war überhaupt keine gute Idee. Wenn man unvorbereitet was aufnimmt, ne? Wollen wir da anfangen? Ja. Oh, ey, das ist richtig nervig, ey. Läuft schon? Läuft, ja. Echt? Ja, echt. Soll ich den Satz mit so anfangen? Immer. So oder M oder L ist auch gut. Okay. Das ist anstrengend vor was der ist Kamera. Denn da alles noch? Ja, guck dir den ganzen Text an. Den willst du jetzt komplett einsprechen? Ja. Das muss? Nein, das muss nicht sein.